aus dem Eingang eines Gebäudes schwebte ein mindestens 10 Meter langer schwarzer Fisch. Unmittelbar hinter seinem Kopf saß ein Wasserbewohner. Er dirigierte den Fisch mit biegsamen Pflanzen, die durch das Maul des Tieres gefüttert waren. Der Reiter unterschied sich von seinen Artgenossen durch eine Kette aus silberfarbenen Muscheln, die er um den Hals trug.
Mm-hmm.